Moin, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe Let's Fly X-Plane 11. Ja, wir sind, oder ich bin immer noch in der Flugschule, starten in der Cessna 172 habe ich durchgeführt, starten mit einem Spornradflieger habe ich auch durchgeführt. Ich will jetzt nicht erfolgreich sagen, ich bin in die Luft gekommen, aber das war's auch, ist nicht mein Ding. Vielleicht später nochmal üben oder so. Landen mit der Cessna 172 habe ich auch ausprobiert, habe ich auch geschafft. Nicht schön, aber selten. Naja, ich brauche eben einfach Praxis, Praxis, Praxis. Und deshalb machen wir jetzt heute die Platzrunde. Müssen wir eben kurz warten, bis es geladen wird. Ich will dann auch gleich nochmal eben gucken. Ich habe was an den Einstellungen ein bisschen verändert, die ich hier für meine Flugsteuerung habe. Da können wir gleich nochmal gucken. Da sehen wir mal, ob das klappt oder nicht. Wir sind bereit, unsere allererste Platzrunde zu fliegen. Ja, ich prinzipiell auch. Ich möchte nur mal eben... Okay, er hat das nämlich nicht übernommen, was ich gemacht habe, oder? Ach, er nimmt im Moment noch gar keine Eingaben, okay. Wir werden in Kürze starten, einer Kurve parallel zur Startbahn fliegen, uns danach wieder in Richtung Startbahn drehen und zum Schluss genau wieder hier landen. Na, da bin ich mal gespannt. Folgen Sie einfach den grünen Markierungen der Kontrollpunkte, um eine perfekte Platzrunde zu fliegen. Okay, so. Ich muss mal eben schauen, okay. Das ist hier... Ja, doch hat er übernommen. Sehr schön. Ja, perfekt. Dann wollen wir mal sehen, was sie denn so von mir wollen. Ich gebe mal Gas. Und give up. Ich lege mal die Trimmung ein bisschen nach. Ups, komme ich mit der falschen Hand da. Ist das auch schon, das sieht gut aus. Im Abflug. 1100 Fuß. Muss ich noch ein bisschen steigen, ich sehe das. 1100 Fuß. So. Aha, ich muss okay, ich muss rechts rüber, sagt er mir. Schöne Gegend hier. Wo auch immer ich bin. Ich bin ein bisschen hoch. Ein bisschen runter kann ich noch. Bin ein bisschen sehr hoch. Da ist der Flugplatz.
Während Sie die Platzrunde fliegen, bewahren Sie die Orientierung am besten so, indem Sie über Ihre Schulter mal wieder in Richtung der Startbahn blicken. Habe ich gerade schon gemacht, ohne dass es da stand. Und ich schwöre, Sie denken sich an, dass Sie Ihre Sicht immer wieder zentrieren können, indem Sie die Taste Shift F9 drücken. Ja. Okay, Sie haben wieder die Kontrolle über Ihr Flugzeug. Ja, das ist super. Wieder ein bisschen ziehen. Hallo? Ja, ich muss mit der rechten Hand am Stick bleiben, das bringt uns alles nichts. Ja, Queranflug. Sie können sich nur noch beginnen, den Sinkflug einzuleiten. 800 Fuß. Okay. Ja, man muss sich da mal ein bisschen mit dem Kompass auseinandersetzen. Das ist nun nicht das Problem. Und navigieren habe ich beim Bootsführerschein gelernt. Okay, und dann... bedarf dann natürlich ganz viel Übung. Ein bisschen hoch, ne? Glaube ich. Ja, könnte noch ein bisschen sehr hoch sein. Aber die Landebahn ist ja zum Glück recht lang. Ups. Weiß nicht, macht man das so? Regelt man die letzten Meter? Ich bin gelandet, würde ich sagen. Ich habe es geschafft. Nicht so schön. Landing Performance 48%.
Ja gut, aber wir sind gelandet. Wir beenden mal das Training. Und keine gespeicherten Flüge gefunden. Okay. Neuer Flug. Ich fliege mit der Cessna Skyhawk. Oder? Ja, mit der hier schon. So, ich fliege von meinem Heimat-Airport, Wilhelmshaven-Mariensiel. Und sag mal, ich will einen neuen Flug beginnen und dann probieren wir das nochmal aus mit der Platzrunde. Ob das geht. Ob wir das hinkriegen. Ohne Hilfe. Wilhelmshaven-Mariensiel ist übrigens ein ganz, ganz berühmter Flughafen. Oder Flughafen ist Quatsch, ein Sportflugplatz ist das. Eigentlich Sportflugplatz, das ist auf jeden Fall kein Flughafen. Sitzt dort die Firma Viking, die also mit Hubschraubern Lotsenversetzdienste in der Nordsee durchführt und auch Bohrinselbesatzungen fliegt und so weiter und so fort. Und außerdem sind dort Flugvereine natürlich beheimatet und Reinhard May hat da seine Fluglizenz erworben an dem Flugplatz und das Lied über den Wolken handelt tatsächlich von diesem Flugplatz. Er singt zwar Wind Nordost, Startbahn 03, es gibt im Wilhelmshaven-Mariensiel die 03 gibt es nicht, es gibt die 02. Ich kann mir das entweder so erklären, dass er das dann frei interpretiert hat, oder, was ja auch vorkommt, ist, dass Startbahnen umbenannt werden, weil sich die Startbahnen ja nach dem magnetischen Nordpol richten und der verändert sich ja ab und zu mal leicht. So, wir können uns mal kurz hier umgucken. Da vorne links, schräg, da wo der Hubschrauber steht, da sitzt die Firma Viking Helikopter und da vorne ist auch der Tower hier von dem kleinen Flugplatz. Sehr realistisches Szenario, sehr gut nachgebaut. Allerdings passt die Lufthansa-Maschine da nicht hin, die gibt's hier nicht. Aber egal. So, was machen wir? Wir machen eine Platzrunde. Bremse ist los. Gib mal langsam Gas. Ich gebe langsam Vollgas. Wir fliegen. Gut, so die Häuser-Szenarien hier, die haben nicht so viel mit dem zu tun, was hier wirklich ist. Wie es hier wirklich aussieht. Also diese Wohnblöcke da unten gibt es nicht, das sind alles Einfamilienhäuser. Aber hey, so what? Ja, wir müssen nochmal eben auf 1100 Fuß hoch. Flughafen Wilhelmshaven, oder Flughafen seiner Flugplatz Wilhelmshaven-Mariensiel wird übrigens auch Jade-Weser-Airport genannt, in Anlehnung an den Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. Nur mal so ein bisschen kleine Heimatkunde von mir. So. Und dann würde ich sagen, dann fliegen wir mal ein Stück rechts rum. Windparks. Windparks.
Autobahn A29. Da unten ist die A29, da hinten kann man so ein bisschen so rote Dächer erkennen. Das ist das Nordwestkrankenhaus. Da ist der ADAC-Hubschrauber Christoph 26 stationiert. Das ist auch als Szenario hier tatsächlich drin. Weiter. Ups. Ja, noch ein bisschen ruckelig, aber wir kommen dahin, wo wir hinwollen. Gerade den Flughafen, den Flugplatz außer Sicht verloren. Ach, da hinten ist er. Ja, da unten. Rechts. Seht ihr die Landebahn? Das passt wohl. Wir fliegen jetzt direkt hier auf das Nordwestkrankenhaus zu. Die Ortschaft heißt übrigens Sande. Und das Nordwestkrankenhaus ist in Sanderbusch. Eine kleine Anekdote, ein bisschen Trivia, ein bisschen unnützes Wissen. Ganz früher, also der Christoph 26 hat da unten eigentlich einen kleinen Hangar, wo er stationiert ist. Ganz früher war es so, dass es dort keinen Hangar gab und dann ist der Hubschrauber abends immer nach Mariensiel geflogen. Wurde dort im Hangar untergestellt und ist dann morgens wieder rüber geflogen zum Krankenhaus und war dann da stationiert, um dann da auch mal einen Notarzt mit aufzunehmen. Und mein Vater war früher bei der Berufsfeuerwehr. Und er kannte einen der Piloten dieses Hubschraubers. Und dann durfte ich einmal abends mitfliegen, einen Tag vor meinem Geburtstag. Hat mein Vater mich eingesackt, meine Mutter auch. Wir sind dann mit dem Auto dahin gefahren zum Krankenhaus. Und dann hat er so getan, als dürfte ich mir mal den Hubschrauber angucken. Und das habe ich auch gemacht. Und dann durfte ich mich mal reinsetzen. Dann hat mein Vater sich mit reingesetzt. Und dann hat sich der Pilot mit reingesetzt. Und dann sind wir tatsächlich durfte ich praktisch diesen Überführungsflug mitmachen. Wir sind dann nicht den direkten Weg geflogen, weil der ist ja nicht wirklich lang, das habt ihr ja gesehen. Sondern wir sind dann tatsächlich noch erst schön über meine Heimatstadt Wilhelmshaven geflogen, über die wir jetzt hier auch so ein bisschen rüberfliegen. Ja. Noch ein bisschen Geschichte aus meinem Leben. Seht ihr da links diesen großen grauen Klotz und den hohen Schornstein daneben. Das ist das Kohlekraftwerk Wilhelmshaven. Da habe ich meine Ausbildung gemacht. Sehr lustig. Ach, und noch was, falls jemand diese Szenerie spielt. Ja, da rechts seht ihr eine Bohrinsel, die soll da im Jadebusen sein. Die gibt's da nicht.
gibt es keine Bohrinseln. Es ist jetzt nicht direkt hier ein Querabflug, was ich hier mache. Ein Queranflug, sondern das ist. Also ich bin auch nicht wirklich parallel zur Landebahn. Oh, ich muss hier rum. Sonst bin ich zu weit. Vorne ist der Banther See, sehr schönes Naherholungsgebiet in Wilhelmshaven. Das war jetzt, ich bin zu weit geflogen, mein Queranflug. Ansonsten sieht Wilhelmshaven nicht wirklich so aus, wie es hier unten aussieht. Aber viel zu hoch rein. So, Klappen sind ganz draußen. Sehr spät runter. Aber ich würde mal sagen, ist nicht so schlecht. Fahren wir direkt zum Hangar. Ja, erste Platzrunde mehr oder weniger erfolgreich absolviert, würde ich sagen. Und gleichzeitig noch ein bisschen was über Wilhelmshaven erzählt. Nicht so schlecht. Also ich bin ja schon ein bisschen stolz auf mich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, wird alles. Ich brauche Übung. Ich muss das hier öfter mal machen. Aber ich will euch damit natürlich auch nicht so sehr langweilen, indem ich hier immer nur Platzrunden fliege. Aber man kann ja auch mal, ja, so eine Aeroflot-Maschine steht hier natürlich nicht bei Viking Helikopter. Und dass da so ein Sportflieger steht, ist eigentlich auch eher selten. So, jetzt kreuzen wir hier eine Landebahn. Einen Runway. Firma Wilhelm Tank, die gibt es da tatsächlich. So, und da vorne, neben der, rechts neben der Cessna oder was das da ist, da wo, ich weiß, dass ich hier jetzt eigentlich so gar nicht langfahren darf, da wo das Auto steht, da habe ich früher öfter mit meinen Eltern gestanden, da sind wir abends mal oder nachmittags mal hergefahren, am Wochenende oder so, und haben uns dann die Flugzeuge angeguckt, oder Hubschrauber auch, und genau das gleiche mache ich heutzutage auch manchmal mit meiner Tochter. Und die ist dann auch ganz fasziniert davon. Also, ja. Gut, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Kommt mich auch bei Facebook besuchen, friesenjung13.de. Würde mich freuen. Oh, ich sitze da ja sogar noch drin.
Und ja, hier ist die Tankstelle. Also schon sehr geil. Da steht auch Jade-Weser Airport. Schon sehr cool. Sehr coole Szenerie, muss ich sagen. Muss ich schon sagen. Und der kann mal weg. Aus. Alles aus. So. In diesem Sinn sage ich ciao. Bis zum nächsten Mal.